Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend aus dem Keller im Saal von den Rakuritäten. Auf Wunsch einer einzelnen Dame werde ich heute mal einen Glasurfilm versuchen. Ich hoffe, es gelingt. Ich finde das ja nicht so spektakulär, aber gut, es wurde gewünscht, es wird gemacht. Das heißt aber jetzt nicht, dass alles gemacht wird, was gewünscht wird. Aber heute muss ich sowieso glasieren, habe ich gedacht, na, dann drehe ich das mal und guck mal, ob das was wird. Und vielleicht habt ihr trotzdem ein bisschen Spaß daran, lernt was dabei oder könnt mir noch was beibringen, falls ich hier was völlig falsch mache und was ihr sonst immer total anders macht. Aber ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen mit der Sache, wie ich das mache. So, ne? Und deswegen würde ich das euch heute gerne mal zeigen. So, ich sitze hier auf Knien, weil das ist hier die Arbeitshöhe, dass ihr ordentlich sehen könnt. Und ich drehe mal hier ein bisschen. Das möchte ich heute gern alles glasieren. Zwei Pferde, drei Fische, 25.000 Kürbisse, eine Sonne, 20 Paar Augen und Seesterne und zwei Leuchttürme und Muscheln. Alles dabei, was das Herz begehrt. Zum Teil Kundenbestellung. Ich werde nicht alles mit euch hier glasieren. Das ist echt langweilig. Das möchte ich euch nicht antun. Ne? Jo, dann fange ich mal an. Ne? Ich drehe mal hier das dahin. Da ist mein Regal, mein super aufgeräumtes Regal, wo die Glasureimer stehen. Da hinten kommen sie ins Bild. Auf den Eimern steht immer drauf, welche Farbe drin ist. Und die stehen jetzt schon eine Woche unbenutzt wieder rum. Und jetzt nehme ich mir immer den Eimer, den ich brauche. Ich fange persönlich mit transparent an und male erst, glasiere erstmal alle Augen und ein bisschen Kleinkram. Mache ich heute aber nicht, ne? Also weil es einfach zu viele Augen sind und das würde zu lange dauern. Ich glasiere jetzt ein paar Augen und dann gucke ich, was ich noch so Schönes euch zeigen kann, ja? Also ich gehe jetzt mal da zum Regal und hole mir einen transparenten Eimer. Zwei sehe ich da und einen brauche ich ja nur. Ich bin ja alleine. Transparent. So, da ist er. Und da steht das drauf und ich kann es sogar noch lesen. Sogar in Spiegelschrift. So, die Eimerdeckel, die lege ich mir immer auf einen Stapel. Dann hole ich mir noch ein Rührgerät. Bevor es losgeht, muss ich die Glasur natürlich schön durchrühren. Ne? Jetzt dürfte das nicht so schwer sein. Nein, geht wunderbar. Ich rühre hier schön um im Eimer die Glasurpampe und stelle eventuell dabei fest, dass sie zu dick ist. Das ist so eine Gefühlssache. Ich finde, Glasur muss ich immer gut streichen lassen. Ich streiche ja fast alles mit dem Pinsel, mit ganz wenigen Ausnahmen. Manchmal kann ich auch gießen oder tauchen. Aber zum Tauchen wäre jetzt das bisschen wenig, ne? Aber zum Streichen geht es. So, ich muss so lange rühren, bis am Boden kein Glasursatz mehr ist. Und während des Glasierens muss ich natürlich auch immer wieder zwischendurch umrühren. Deswegen bleibt der Quirl auch gleich im Eimer drin. Und alle Pinsel, die ich brauche, verschiedene Größen, die bleiben auch immer im Eimer. Für jede Farbe ein neuer Pinsel. Oder zwei oder drei. So. Jetzt sieht das hier schon ganz gut aus. Die Pampe, Schlammpampe. Mach Schlammpampe mit mir. So ist das Gaut und ich muss noch im Bett ein bisschen Wasser holen. Und euch hier ein bisschen rumdrehen. So, da geht das jetzt los auf den Tisch. Wasser habe ich eigentlich immer in so einer Flasche. Hier ist noch ein kleines Wasserreservoir, da ich nicht immer zum Waschbecken laufen muss. Ne? Ist ja so anstrengend. Jetzt kippe ich nach Gefühl noch ein bisschen rein. Und rühre das nochmal kräftig durch, dass es eine schöne, gleichmäßige Konsistenz ist. Nicht oben plürrig und unten dick. So. Jetzt suche ich mir einen geeigneten Augenpinsel aus meinem Pinseleimer. Da ist er.
Und zwar nehme ich ganz gerne so runde Pinsel. Müssen nicht immer die neuesten sein. Die sind schön weich mit weichen Borsten. Aber das ist auch so eine Erfahrungssache und Übungssache. Diese Pinsel habe ich am längsten. Jetzt finde ich, der ist vielleicht ein Tick zu dick. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch einen feineren finde. Ja, der ist ganz gaut hier. So. Nochmal rühren. Und dann kann er losgehen. Ne? So. Mit dem Pinsel auch immer nochmal rühren. Beim Pinsel ist das nur so. Beim Pinsel ist das nur so, dass wenn der ganz frisch ist, also jetzt heute das erste Mal benutzt wird, dann braucht die Farbe, die Glasur und der Pinsel braucht ein bisschen, um sich zu vereinigen, um optimal zusammenzuarbeiten. Deswegen am Anfang bremst das jetzt immer noch ein bisschen, müssen wir leider durch, ne? Ansonsten, wer das nicht möchte, gerne so ein Testobjekt nehmen oder ein Teil, wo ganz viel weiß, also transparent sein soll. Zum Beispiel dieses Pferd hier. Oh, dieses Pferd hier, das wird transparent, kriegt einen transparenten Körper. Habe ich eine große Fläche, eine schöne große Fläche. Und da kann ich mich erstmal ein bisschen mit dem Pinsel einpinseln. So. Ich glaub, das ist gut. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Wasser ran. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Wasser ran. Soll ja auch ordentlich werden. So, Bettywolle. So, wunderbar. Die transparente Glasur, die braucht nämlich nicht so dick aufgetragen werden. Aber auch nicht so dünn, dass man durchgucken kann. Nun ist das gaut, ne? Vielleicht ist auch noch eine Möglichkeit, vorher die Pinsel nass zu machen, bevor sie benutzt werden. Habe ich aber aus Faulheitsgründen noch nicht gemacht. So, jetzt sieht das gut aus. Wunderbar. Dann geht das los. Ich nehme mir alles, was Augen hat. In der Regel sind alle Teile bei mir mit Augen versehen. Deswegen müsste ich jetzt alle Teile einmal in die Hand nehmen und die Augen blasieren. Ich mache jetzt mal nur einen Teil und hoffe, dass ich nachher nicht welche vergesse. Hier habe ich so eine Muschel. Ach so, Brille aufsetzen, ganz wichtig. Und den Kleckerweg so kurz wie möglich halten. So, wenn der Pinsel etwas abgestriffen ist, die Farbe vom Pinsel etwas abgestriffen ist, kann ich das schön über das Loch hier ziehen. Und dann bleibt das Loch glasurfrei. Oder manchmal ist es ja auch eine Ritze. Und wird dann schwarz durch den Rakubrand. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Oh, Schatten. Ne? Ist nicht zu sehen. Ne? Das ist der Nachteil bei der transparenten Glasur. Die hat ja ungefähr die Farbe vom Ton hier, vom Objekt. Muss man schon genau sich ein bisschen konzentrieren, ein bisschen aufpassen, gut hingucken. Und deswegen mache ich auch immer die Augen zuerst, dass ich am Ende die Augen nicht vergesse. Das hat sich bei mir schon so eingepegelt. So, jetzt habe ich mir zwei Muschelaugen gemacht. Wunderbar. Jetzt kann ich mal hier diese kleinen Einzelaugen machen. Wenn ich die jetzt hintereinander weg mache, dann habe ich schon 20 Teile fertig. Mache ich jetzt aber nicht, ist zu langweilig. So, für euch. Ich mache mal so drei Augenpaare fertig. Die sind nämlich schon bestellt. Und ich glasiere immer einen Tag, bevor ich brenne, wenn es geht. Dass das schön, erstmal, dass ich es schön in Ruhe fertig machen kann und dass das auch schön durchtrocknen kann, bevor es dann in den Ofen kommt. So. Es ist schon mal vorgekommen, dass ich, warum auch immer, nur ein Auge glasiert habe. Wahrscheinlich nicht aufgepasst oder kurz mal abgelenkt, ne? Also da muss man ganz schön aufpassen, sich konzentrieren. Wenn es geht, nicht nebenbei Filme drehen. Das ist kontraproduktiv. So.
Das Auge. So. Dreimal sind fertig. Was habe ich denn hier noch? Was könnte ich denn noch hier? Habe ich noch so einen Vogel? Genau, den mache ich mal fertig. Da kann ich nämlich nachher mal gießen. Euch das mit dem Gießen noch mal zeigen, wie ich hier gieße. So. Ist fertig. So. Dann nehme ich mal noch hier einen Kürbis. Der kriegt auch weiße Augen. Also transparente Glasur. Dann wird es weiß. Weil der Ton darunter weiß ist. So, jetzt nehme ich noch einen Kürbis. Weil einer wird gelb und einer wird orange. Zwei verschiedene Farben. Die sehr unterschiedlich sind im Gebrauch. Dann kann ich euch das auch zeigen. So, die Augen. Immer schön um die Punkte drumherum, wenn der Pinsel noch zu voll mit Farbe ist. Und wenn er so ein bisschen abgestriffen ist, dann geht es hier rüber über die Löcher und dann läuft auch für gewöhnlich nichts rein. Wenn nicht mehr so viel Feuchtigkeit im Pinsel ist. Jo, was habe ich hier noch? Hier habe ich noch einen Fisch. Ein Fisch, da mache ich jetzt die Zähne transparent und die Augen. Die Zähne haben hier diese Rillen dazwischen, um einen Zahn vom anderen abzugrenzen. Da muss ich natürlich ganz genau arbeiten und die Rillen gleich Glasur freilassen, wenn es geht. Wenn mal etwas hier reinrutscht von der Glasur, weil ich eine zittrige Hand habe vielleicht, dann kann ich das trocknen lassen, also Ruhe bewahren, trocknen lassen und dann mit dem Skalpell wieder auskratzen oder mit so einem Zahnstocher oder irgendwas. Aber am besten ist, wenn es gleich vernünftig wird, spart man sich viel Arbeit. So. Da habe ich hier einen Zahn weniger zu glasieren, weil einer fehlt. So. Glasieren macht Spaß. Also mir. Ich höre ganz oft, dass es keinen Spaß macht. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Durch die Glasur wird es ja erst schön. Schöner. Ich verstehe aber, wenn man jetzt da nicht so gute Erfahrung mit hat oder zu wenig Übung, dann ist auch schnell mal was versaut. Und das ist, finde ich, so ein Vorteil vom Raku-Brand. Das bleibt trotzdem immer irgendwie noch interessant. Das ist dann nicht gleich versaut. Ist nur meine Meinung. So. Hier die letzte Ecke noch. Und jetzt die Augen nicht vergessen, ne? So, wenn mal größere Flächen sind mit Transparent, bei den kleinen, finde ich, kann man das immer noch ganz gut sehen. Aber wenn so eine größere Fläche ist, dann nochmal kontrollieren, ob du überall gewesen bist. Und im Zweifel, wenn das gar nicht zu erkennen ist, mal mit dem Finger leicht drüber reiben, dann bleibt ja die Glasur am Finger haften. Deswegen fasse ich jetzt auch möglichst nicht auf die glasierten Flächen. Alles, was glasiert ist, bitte nicht mehr anfassen, wenn es geht. Manchmal muss es sein. Wenn man es anfassen muss, nicht drauf rumreiben, ne? Nur kurz griffig festhalten und dann dahin tragen, wo es hin soll und fertig. Ich lasse immer ganz gerne hier auch Teile unglasiert, dass ich das schön anfassen kann hier. Oder hier die Augen. So, Fisch. Fisch hat Zähne und Augen. Was kann ich noch machen für euch, was schön interessant wäre? Orange habe ich, Gießen habe ich, das habe ich. Patinieren könnte ich euch noch zeigen. Genau. Ich habe hier so
Seesterne gemacht. Das sind Pokale für einen, was steht da drauf? Poetenwettstreit in Dierhagen. Und das ist hier für den dritten Platz, deswegen ist da eine 3. Und jetzt habe ich da den Schriftzug eingestempelt mit den kleinen Buchstaben. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer, jetzt mit Glasur da drumherum zu pinseln. Und da habe ich mir was ganz Einfaches überlegt, relativ einfach. Ich nehme hier einfach diese tolle Angobel von Botz, mittelblau, pinsel das alles schön mit Angobe ein, also die Schrift, den Schriftzug und die 3 wahrscheinlich auch, und lasse es ein bisschen trocknen und dann wische ich es aus und dann gehe ich einfach mit Transparent rüber, ne? Und dann wird das ja wenn das Blau als Untergrund hat, wird das ja natürlich auch blau durch das Transparent. Und ringsrum wird der Stern wahrscheinlich dann transparent und dann kommt die richtig schön vor, die Schrift. So hab ich mir das gedacht. So, jetzt muss ich hier mal die Dose aufmachen. Mittelblau, Angobel. Jo, und noch wieder den schicken Pinsel raussuchen. Das muss jetzt nicht der beste sein. Dann nehme ich mir mal so einen, der so ein bisschen festere Borsten hat. Okay, aber ich nehme mal einen anderen, wo die Borsten noch nicht so weit auseinander stehen. Den nehme ich. So. Natürlich ein bisschen umrühren. Pinsel am Rand abstreifen. Und ich nehme den Stern in die Hand. Und tupfe hier ordentlich von der Farbe was rein. Dass das schön in die Vertiefung kommt, die Farbe. Und dann wische ich das nachher, wenn es getrocknet ist, ab, dass die Farbe in der Vertiefung bleibt und ringsrum nicht. Und dann kann man das hinterher wunderbar lesen. Ich habe erst über Schwarz nachgedacht, ob ich hier Schwarz reinmache. Aber schwarze Angobe habe ich leider nicht. Nur schwarze Unidekor. Mit Unidekor geht das auch sehr gut, das Patinieren. Aber da habe ich leider nur noch sehr wenig. Damit muss ich ein bisschen haushalten bis zum nächsten Einkauf. So, alles schön betupfen. Die 3 hatte ich gesagt auch. Bup, bup, bup. Dann machen wir den Rand auch noch mit hier. Super. Mal schön gucken. Manchmal bildet sich Luft und dann kommt so ein Luftbläschen und darunter ist dann keine Farbe. Deswegen ruhig nochmal übertupfen. Dass auch wirklich alles nachher gut zu lesen ist. Jo. Jo, das geht. Nee, so sieht das jetzt aus. Und dann gehe ich nachher, muss ich eine Weile warten, bis das trocken ist. Wenn das nämlich noch feucht ist, dann schmiere ich das nur hin und her. Und das ist dann fürs Ergebnis wieder nicht so gut. Also das jetzt erst trocknen lassen. So. Jetzt habe ich jede Menge. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich euch genug glasiert habe, um zu zeigen. Ja, ich glaube, ich kann gießen, ich kann pinseln, ich habe verschiedene Farben. Jo, ich räume mal hier diese Sonne aus dem Weg. Und dann zeige ich euch mal noch dieses Teil hier. Das habe ich schon vor längerer Zeit mal glasiert. Das ist so eine Schale. Und da habe ich hier zu früh abgewischt den Rand. Der war also noch zu feucht. Und deswegen sieht das, finde ich, nicht so schön aus. Und die werde ich jetzt heute nochmal glasieren und morgen nochmal brennen. Mal gucken, ob da noch was rauszuholen ist. So, deswegen steht die hier mit auf dem Tisch. So, dann geht es jetzt weiter mit der nächsten Farbe. 3 Augen sind fertig. Die können runter vom Tisch. Und ich wähle mal Türkis. Ich mache mal mit Türkis weiter, weil meine Muscheln hier, die mache ich ganz gerne Türkis. Und den Fisch hier, den mache ich ausnahmsweise auch gerne Türkis. Am liebsten mache ich die ja nur transparent, die Fische. Aber den, weil der so schöne Zähne hat und die sollen nachher auch schön leuchten. Und deswegen möchte ich gern, dass das Türkis ist. Und wahrscheinlich mache ich hier vorne gar keine Glasur hin, dass die weißen Zähne vor einem schwarzen Hintergrund sind. So habe ich mir das gedacht, ne? So,
transparenten Eimer beiseite und ich hole mir Türkis aus dem Regal da hinten. Mal gucken, ob ich mich da durchgraben muss. Nochmal transparent Esmeralda. Da hinten habe ich Türkis. Da ist er. Gleich mal den Deckel weg. Türkis, es geht weiter mit Türkis. Rührgerät, ich brauche ein Rührgerät. Hier ist es. Und wieder schön umrühren. Die türkise Glasur ist von Karl Jäger. Die transparente war von BSZ, falls es jemand interessiert. So. Schön umrühren die Pampe. So, hier würde ich jetzt auch ein bisschen Wasser ran machen. Wenn die so lange stehen, die Glasuren, besonders über Nacht und offen bleiben, dann verdunstet da natürlich was. Besonders schlimm, wenn es draußen steht. Und deswegen fehlt da manchmal ein bisschen Wasser. So. Wieder einen schönen Pinsel suchen. Der kann ein bisschen größer sein als vorher. Aber rund, er soll rund sein und nicht flach. Hier, der ist doch toll. Der mit dem grünen Stiel. Super, jetzt habe ich hier von zwei Muscheln ja schon die Augen glasiert. Bei den Muscheln ist es so, da fange ich immer, mache ich die Unterfläche zuerst. Ich hatte ja gesagt, nicht so oft anfassen, wenn es glasiert ist. Hier kann ich dann schön an der Seite anfassen, wenn es trocken ist. Und hier oben weiter glasieren, die obere Hälfte. Und dann habe ich so wenig wie möglich angefasst. So, die Stellfläche bleibt natürlich glasurfrei. Und es gehen tatsächlich immer nur 2-3 Pinselstriche. Ich sagte ja, den Kleckerweg so kurz wie möglich halten. Die türkise Glasur, weiß ich aus Erfahrung, die arbeitet schön mit der Struktur. Also wenn die jetzt im Falle dieser Muschel nicht so ganz gleichmäßig aufgetragen ist, was wirklich schwierig ist, ist das überhaupt nicht schlimm, weil ich habe ja noch die schöne Struktur, die dann nachher durchkommt. Und dann ist das nicht weiter dramatisch. Wohingegen, wenn ich den Fisch jetzt so einpinseln würde, wäre das schon ein bisschen schwieriger, das gleichmäßig hinzukriegen. Und deswegen werde ich den Fisch hintenrum begießen. Mit Glasur begießen. So, ich muss das hier ein bisschen trocknen lassen. Nehme die zweite Muschel und trage Türkis auf. Immer nur 1-2 Pinselstriche. Ich passe auf, dass die Farbe nicht zu dünn ist, die Glasur. Sonst kann das, wenn man es falsch hält, irgendwo hinlaufen, wo es nicht hin soll. Wenn doch mal was auf die Stellfläche kommt, wieder Ruhe bewahren. Und zum Schluss, bevor es in den Ofen kommt oder in Warteposition, trocken mit einem Schwamm abwischen. Na. So. Ich finde es auch am besten, die Sachen immer in die Hand zu nehmen beim Glasieren, also nicht irgendwie auf den Drehteller stellen. Das geht schon mal, wenn die Sachen schwerer sind, dann macht sich das mit so einem Drehteller ganz gut. Aber solange das handlich ist und nicht so schwer, ist es immer besser, das in die Hand zu nehmen und es so hinzudrehen, dass die Glasur möglichst wenig läuft. So, jetzt ist hier durch. Kann ich die Oberseite glasieren.
Natürlich macht Lasieren viel mehr Spaß mit der richtigen Musik, ne? Ist ja klar. Aber leider hat sich heute hier kein Musiker angekündigt und keine Musikerin vor allen Dingen auch nicht. So muss ich selber singen, das möchte ich euch aber nicht antun. Das ist wirklich nicht schön. So. So, und wenn das jetzt so komisch aussieht hier, jetzt sieht es noch komischer aus, weil es ja teilweise schon trocken ist und teilweise nicht, ne? Aber man sieht schon, das sieht so ein bisschen bröselig aus an der Oberfläche. Ist überhaupt nicht schlimm, das wird alles glatt. Wo die Glasur dicker ist, also ja, so ein Tropfen hier zum Beispiel, da wird der Farbton dann etwas kräftiger und wo sie dünner ist, wird der Farbton etwas heller. Ist im Falle der Muschel aber überhaupt nicht dramatisch. Im Gegenteil, das macht sie interessanter. So. Jetzt nehme ich mir mal das Fischelein, dieses hier, und begieße den mit Glasur. Da zum Gießen ist die Pampe hier noch ein bisschen fett. Deswegen mache ich da noch ein bisschen Wasser ran. So, und jetzt hole ich mir etwas zum Gießen. Ein tolles Gerät zum Gießen, ein Gießgerät. Wo habe ich es denn hier? Habe ich meine Waschmaschine gemopst. Geht natürlich auch eine kleine Kelle oder ein Löffel oder was weiß ich. Das mal so, dass man viel sehen kann. So, ich habe den Gießer jetzt voll Glasur gemacht. Ich nehme den Fisch und halte ihn so oben am Auge mit dem Daumen und unten mit den Fingern. So kann ich ihn ein bisschen drehen und überall hingießen, wo ich hin will. So, jetzt fange ich hier an. Ich möchte, dass vorne das Gesicht schwarz bleibt und pass auf, dass da halt keine Farbe hinkommt. Also fange ich hier an der Seite, ziehe den Gießer, ja, ich muss ihn mal drehen sogar, ziehe den Gießer hier hoch. Halt den Fisch hier so schräg über den Eimer, dass die Glasur da natürlich wieder reinläuft. Und wenn ich das richtig toll mache, habe ich keine Laufspuren über die Stellfläche. So, das war die erste Hälfte. Und diese Laufspuren hier, die lasse ich auch. Wenn die Fläche zwischen den Laufspuren zu groß ist, das würde ja dann sehr dunkel werden da. Dann mache ich da manchmal noch so kleine Punkte zwischen. Entweder gleiche Farbe oder andere Farbe. So. Und jetzt auf der anderen Seite wieder gucken. So. Fertig. Jetzt lasse ich noch ein bisschen trocknen über dem Eimer. Bis es nicht mehr tropft. So. So sieht er jetzt aus, begossen und zwischen den Laufspuren. Das bleibt dann frei und wird später schwarz. So, dann ist der jetzt auch fertig, wenn ich nicht da noch Punkte haben will. Will ich da Punkte haben? Nein. Dann betrachten wir den mal als fertig. So, das war Türkis. Und jetzt kommt die nächste Farbe. Das wird gelb-orange. Bitte schön. Gelb-Orange ist die Farbe, mit der ich am liebsten glasiere. Nicht zu verwechseln mit der Farbe, die ich am schönsten finde. Aber diese Glasur hier, die lässt sich am besten pinseln. Weil die braucht ein bisschen länger, bis sie sich mit dem Ton verbindet. Und dadurch kann man sie ganz toll verstreichen. Die klumpt nicht so wie Türkis zum Beispiel. So. Umgerührt nehme ich den. Was mache ich jetzt? Gelb-Orange. Ein Kürbis, ne? Ein Kürbis wollte ich gelb-orange machen. Und zwar diesen hier. Diesen Kürbis. Also rein mit dem Pinsel, mit dem Pinsel umrühren, den Pinsel am Eimerrand abtropfen und zuerst mal hier das Ganze feine glasieren, immer vorsichtig an der Rille vorbei,
dass die schön schwarz wird. So, ich muss mal meine Brille. Für die Rille brauche ich die Brille. So. Und das geht eben am besten mit dieser Gelb-Orange-Glasur. Ich weiß nicht, was die Glasurmixer sich da gedacht haben, warum das bei den anderen nicht so schön geht. So, ich mache immer zuerst das, was am anstrengendsten ist, hier schön an der Ritze, an der Rille vorbei. Obenrum, die Nase lasse ich frei, die kriegt eine andere Farbe. Und bei dem Gelb-Orange kann man wirklich die Farbe auch schön mit dem Pinsel ein bisschen schieben. Und was noch schön ist an der Glasur, dass ich die, wenn jetzt das glasiert ist, kann ich die auch richtig gut anfassen. Da ist kein Abrieb oder kaum. Was aber den Nachteil hat, wenn ich irgendwo gekleckert habe, geht die da auch schwieriger ab. Deswegen möchte ich jetzt nicht kleckern. So, guck mal, hier habe ich jetzt wieder den Fall, der Pinsel ist schon abgestriffen und ich ziehe den hier über diese Rille. Dann ist das nicht so anstrengend mit dem drumherum malen. Und dann bleibt die Rille frei. Na, ich habe hier genug Fläche, um den Pinsel abzustreifen. So. Und dann ziehe ich den hier über die Rille. Bisschen Glasur muss natürlich noch dran sein am Pinsel, sonst bringt das ja nichts. So. So geht das mit Gelb-Orange, ne? Nehme mal die Seite noch mit, da müsst ihr jetzt durch. Ich drehe den Pinsel auch zwischendurch immer mal, weil er an der anderen Seite manchmal noch Farbe hat, wenn die zuerst benutzte schon frei von Farbe ist. So, jetzt ist mir da ein bisschen in die Rille gekommen, aber ich erkenne das gut und kann das nachher rauskratzen mit dem Skalpell. Wie gesagt, geht bei Gelb-Orange ein bisschen schwieriger. Aber wenn da so ein bisschen Farbe reingeklart ist, ist es aber auch nicht so dramatisch. So schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. Ne? Wichtig ist immer, dass die Mundlinie sauber ist, dass die nicht so verklart aussieht. Für mich ist das wichtig. So, das mache ich jetzt ringsrum. Ja, das dauert eine Weile. Ne? Und pass natürlich auf, dass hier unten die Stellfläche. Das kann ich ja noch mal kurz zeigen. Hier fahre ich so mal rum. Na, dass die Stellfläche frei bleibt. Dass ich das hier alles frei lasse, wo es drauf steht. So, mache ich später weiter. Jetzt mache ich hier noch, warte, ein Vogel hatte ich doch hier schon mit Augen. Genau, der hat schon die Augen glasiert. Und da glasiere ich jetzt noch fix den Schnabel mit Gelb-Orange. Das mache ich jetzt deswegen, um euch zu zeigen. Also der Vogel soll vorne einen transparenten Bauch bekommen und hintenrum türkis werden, türkisen Rücken. Türkis werde ich wieder gießen und vorne werde ich pinseln. Aber wenn ich die Reihenfolge falsch mache oder ungünstig, richtig und falsch gibt es ja nicht, aber die Reihenfolge ist eher ungünstig, wenn ich zum Schluss Augen und Schnabel habe. Und wenn das hier alles schon glasiert ist, und dann muss ich ja darauf fassen, dann kann ich das nicht mehr so gut anfassen. Das wollte ich euch als Information noch mit auf den Weg geben. Ne?
Vogel hat einen gelben Schnabel. Jetzt kommt der transparente Bauch. Jetzt nicht den Eimer verwechseln. So. Muss ich natürlich wieder umrühren. Ne? So, dann kann ich mir auch einen größeren Pinsel nehmen. Ich muss jetzt nicht mit so einem Lütten. Weil die Form des Pinsels lässt sich manchmal auch sehr gut nutzen für das Streichdekor. Ne, wenn ich jetzt hier so einen kleinen nehme, dann mache ich hier lauter Bing, Bing, Bing so Striche. Und wenn ich so einen großen habe, kann ich einfach hier so langziehen, zack, bums, eine locker aus dem Handgelenk, eine Kurve gezogen und eine Kurve zur anderen Seite. Fertig. Fertig ist er. Eimer wieder weg. Türkis wieder ran. So. Jetzt kippe ich über den Vogelrücken türkise Glasur. Passt dabei auf, dass ich das Loch nicht zukippe und dass hier möglichst nichts an die Stellfläche kommt. Und ich halte ihn hier unten fest, da habe ich nicht glasiert, und hier oben auf dem Auge. Es gibt natürlich auch Glasurzangen, ne? So. Loch ist frei geblieben. Jetzt lasse ich es noch ein bisschen trocknen. Und dann stelle ich es weg. Dann zeige ich euch gleich mit den Buchstaben hier, wie ich das wieder abwische, dass ihr seht, wie das aussieht. Und ich glaube, dann habe ich euch genug gezeigt. Ne? Kann ich es denn schon hinstellen? Jo, steht. So, normalerweise räume ich immer gleich weg, was fertig glasiert ist, dass hier nichts vollgekleckert wird, wo noch nichts drauf ist. Aber das geht ja jetzt nicht. So, jetzt brauche ich einen Schwamm, um das hier abzuwischen. Einen feuchten Schwamm. Ich habe hier einen Schwamm, der ist aber trocken. Deswegen gehe ich jetzt zum Wasserhahn und mache diesen Schwamm feucht und bin gleich wieder da. Ich gehe zum Wasserhahn, hier ist er, und drehe ihn auf und mache den Schwamm feucht und trockne mir die Hände ab und bringe einen Eimer mit. In dem Eimer befindet sich Wasser zum Pinsel ausspülen später, und da kann ich jetzt zwischendurch den Schwamm nochmal ein bisschen durchspülen. So, jetzt kommt hier der Stern. Ist da zu sehen? So, bevor ich da jetzt die Glasur rauf mache, mit der Glasur weitermache, lasse ich es natürlich wieder schön trocknen. Super! Nee, was ist das schön? So. Gut. Ja, habe ich gut gemacht. Gefällt mir, wunderbar. Jo. Dann hoffe ich mal, dass ich euch einen kleinen Einblick in meine Glasurspätschicht heute geben konnte. Jetzt haben wir das, glaube ich, zu 20 Uhr ungefähr. Jo, Punkt 20 Uhr. Und ich denke, ich brauche für all die Sachen, die jetzt hier auf dem Tisch stehen, brauche ich, glaube ich, bis Mitternacht. Es sind hier ein paar Sachen dabei, wo man so langsam nur konzentriert arbeiten kann, und manche schnelle Sachen. Ja, das dauert halt seine Zeit, und ich mache mir jetzt super tolle Musik an und dann geht das ab. Vorher zeige ich euch noch hier meine Glasurzwerge. Da sind alle meine Glasuren als Pröbchen drauf, und dann, falls ich mal Gäste habe, die keine Ahnung haben, dann können die immer an den Zipfeln gucken, wie wird denn die Farbe ungefähr, und dann können sie loslegen. Ne? So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt's wieder was Schönes. Ich weiß sogar schon was, aber das verrate ich nicht. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Akkuritäten. 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 Akkuritäten.